Hallo liebe Zuschauer und willkommen zurück hier in Himmelsrand mit einem wirklich verdammt schönen Ausblick, den ich beim letzten Mal gar nicht so richtig gezeigt habe und einer unglaublichen Weitsicht. Wir können da unten bis Mortal gucken. Das da unten ist Mortal. Heftig, dann sogar das Wasser. Heftig, heftig, heftig. Da ist eine Ruine da ganz oben. Really? Hier irgendwo? Keine Ahnung. Ugh, Lydia, schreck mich nicht so. Ne, wir wollten in diesem Video zum guten Orotheim gehen. Komischer Name. Als den Videotitel fürs letzte Video eingegeben habe, habe ich mich echt drüber gewundert, dass das Orotheim heißt. Aber okay. Hier drin gibt es für uns hier ein paar silberne Hände zum Jagen. Das hört sich ziemlich lustig an, wie ich finde. Scheibenkleister. Kann doch nicht wahr sein, oder? Alles klar, so schnell geht's. Lavendel. Blauer Wulstling, ach Quatsch, rauer Wulstling. Eisenpfeile, Lavendel, Zaubertrank der kleinen Heilung und Goldmünzen. Jo, uns haben gut Sachen abgegriffen. Kobold, blaue Krone, rauer Wulstling. Also wieder fast das gleiche. Ihr wisst ja, Alchemie und sowas, alles ganz nützlich hier. Mammutrüssel. Alles klar. Gold. Alles klar. Alles klar, alles klar, alles klar. Den haben wir gut erwischt hier, den Kerl. Eisenpfeile, Falkenfedern, Gold. Und ein Zaubertrank der Krankheitsheilung. Noch ein Tränkchen. Ein Geldbeutelchen. Leider kein Stahlkolben. Einhändig verbessert auf 47. Das ist schon eine ordentliche Summe. Kartoffeln. So, alles schön pflücken hier. Nein. Was geht denn jetzt ab? Oh. Anführer. Alter. Nicht wahr, oder? Der Hund hat uns gefinisht. Dietrichsche Prinzen sind gottähnliche Wesen, die im Reich des Vergessens leben. Die meisten von ihnen werden als böse angesehen. Wirklich leid, Leute, dass wir das alles nochmal machen müssen. Ach, komm schon. Wusste ich doch, dass ich etwas gehört habe. Ja, ja. Alles nochmal machen hier. Ein bisschen beeilen dann diesmal, damit es für euch nicht so eintönig wird. Da kann man schon quick save und dann macht man es nicht. Ich könnte mir auch wieder ins Fleisch schneiden, wisst ihr das? Eisenpfeil Gold. Eisenpfeil, Gold und ein Tränkchen.
Das Buch lesen wir wieder. Quick Save. Scheiße. Hab ich nicht hier. Kein Seelenstein ist groß genug. Das soll jetzt ein Witz sein, oder? Banditentagebuch, Eisenfei. Der Müdigkeit. Gold. Sonst nur Müll. Also müssen wir uns mal ein paar. Seelensteine zulegen, wie es scheint. Das scheint es ja auch schon gewesen zu sein hier im Dungeon, im Sound nach zu urteilen. Ja, tatsächlich. Dietrich Gold. Das freut mich auch immer sehr, wie ihr wisst. Truhe, Fragment von Wutrat, Lehrlingsrobe der Illusion, ein Trank und ein... Zwergenschwert. Okay, das war's hier in der Höhle auch schon. Dann schnell raus hier. Gut. Ja, war jetzt an sich nicht die große Schwierigkeit. Mich ärgert das nur, dass wir keinen Seelenstein hatten. Aber man kann ja nicht alles haben. So, wir müssen jetzt bestimmt zurück zu den Gefährten, schätze ich mal. Ich guck gerade, ob hier in der Nähe irgendwas ganz Wichtiges ist. Irgendein großer, wichtiger Wegpunkt. Sieht aber gerade nicht so aus. Das Haus haben wir ja schon entdeckt. Ansonsten können wir mal ein bisschen nach hier vorne laufen, dass ich euch mal ein bisschen den Ausblick zeige. Das sieht doch schon verdammt schick aus. Aber okay, wir machen eine Schnellreise zurück nach Weißlauf. Genau hierhin. Wobei, ich glaube, die Drachenfeste wäre klüger gewesen. Der Hofmagier hat bestimmt auch Seelensteine, schätze ich mal. Es liegt Frost in der Luft. Die Kälte wird meine Ernte nicht gut. Ja, hätte es in der Schule mehr getan, wäre es heute kein Bauer. Na, das war asozial, tut mir leid. Diese Graumähnen sollen verdammt sein. Ja, die Kampfgeborenen sind die Kaiserlichen und die Graumähen die Sturmmäntel. Also quasi eine kleine Verkörperung des großen Konflikts hier in Himmelsrand. Ganz cool gemacht. Oh. Sorry. Oh Mann. Ich bin aus Versehen beim Sprinten hochgerutscht auf die Y-Taste. Guckt auf eure Tastatur, das geht verdammt schnell. Von Alt auf Y. Rasten die Wachen aber auch direkt aus. Meine Güte. Naja, können wir direkt zur Drachenfeste reisen. Haben wir zeitlich wahrscheinlich gar nichts verloren. Na, aber mein Ego stört das. Ja, mein Ego stört das. Ganz klar. Die Drachenfeste. Rein da. Rein da. Was war das denn jetzt? Wir durften kurze Zeit nicht in die Drachenfeste gehen. Das ist ja auch mal wieder sehr, sehr nett. Stufenaufstieg ist auch nicht mal zu weit entfernt. Das ist auch wieder sehr nett. Erstmal hier der Verzauberer. Hatten wir alles schon. Oh, dann können wir gut Geld mitmachen. Nur ein paar Seelensteine. Ich denke mal, dafür müssen wir uns jetzt nicht schämen. Ich würde sie ja sogar kaufen, wenn der Kerl hier wäre. Aber
Dem ist ja scheinbar nicht so. Da ist er ja. In letzter Zeit hat es den Anschein, als würde dieser verfluchte Konflikt Zauber und Beschwörungen für jene, die sie anwenden können. Und Seelensteine hast du. Ja, hast du Licht, beschworene Streitaxt, beständiger Schutz, besänftigen Blitz, Blitzrune, Eichenhaut, Eisdache, Sonarsch beschwören, Feuerblitz. Ach, Kerzenschein ist es. Ach so, nee, dann haben wir es ja schon längst. Tut mir leid. Was kaufst du denn so? Aha, du kaufst. Aha. Gut, das ist sehr gut. Ach so, nee. Dann möchte ich lieber von dir ein paar Seelensteine kaufen, um ehrlich zu sein. So, jetzt müssen wir aber auch wieder eine Menge verkaufen. Da war wahrscheinlich viel bei, was wir besser nicht hätten verkauft. Das kann ich mir vorstellen. Ja, den brauchen wir im Nahen auch nicht, ne? Den jetzt die ganze im Inventar zu haben, wäre auch blöd. Ja, ich kann mir durchaus vorstellen, dass es nicht allzu klug war, das zu kaufen. Zu verkaufen, zum Beispiel das hier. Oh, Frostresistenz um 30%, das ist ordentlich. Jetzt ist zu spät. Wenn ihr die entsprechende Begabung habt, solltet ihr die Akademie der Magier in Winterfeste besuchen. Ja, klar. Warum auch nicht? Hab ja gerade nichts anderes zu tun, so in Richtung Questreihe der Gefährten oder so. Nee, die Akademie von Winterfeste ist ein ziemlich am Hintern gelegener Ort, ziemlich weit im Norden. Ich zeig's euch mal kurz, wenn ich den Wegpunkt schon habe. Nee, hier ist auf jeden Fall Winterfeste und das ist die Akademie von Winterfeste. Und ja, unsere Verbindung wäre dann hier über Windhelm oder hier über Mortal, Einsamkeit, Dämmerstern nach Winterfeste, aber das dauert noch, bis wir soweit sind, glaubt mir. Also das wird jetzt in den nächsten, vielleicht sogar 100 Videos nicht passieren, weil wie gesagt, ich werde das Spiel gründlich spielen und da gibt es hier noch eine Menge zu tun. Warum kann man hier nicht überall hochspringen? Das ist blöd geskriptet hier. Na komm, Rein nach... Ah, komm schon. Rein nach Jovraska. Ah, wir haben ja das Fragment von Wutrat besorgt. Genauso wie wir es machen sollten. Daher... Wey, und da ist Aeda. Und ein sich bewegender Teller. Sehr gruselig. Habt ihr die Initiative gegen die silberne Hand ergriffen? Ich wünschte, ich könnte euch begleiten. Wird nicht mehr lange dauern. Ich habe das Fragment. Ein weiteres Stück Ruhm. Gute Arbeit, Schildbruder. Ja, was ist das nächste Ziel? Schön zu sehen, dass ihr so eifrig seid. Ich habe erfahren, dass eines der schlaueren Mitglieder der Silbernen Hand in Winterfeste herumschnüffelt. Wenn ihr euch in ihr Lager schleichen und ihre Pläne stehlen könnt, sind wir im Vorteil. Kommt zu mir, wenn ihr Fragen habt. Winterfeste? Jetzt beliebst du aber zu scherzen, oder? Unsere Geschichte mittlerweile fast so. Ja. Das ist natürlich ziemlich weit außerhalb gelegen. Wir könnten natürlich von Schimmernebelhöhle ausgehen. Ich bin eher für Lagerstille Monde.
Wirk im Kampf Seelenfall auf einen Feind, dann wird seine Seele in einen deiner leeren Seelensteine eingefangen, wenn er stirbt. Oh Mann, ist das weit. What? Da ist noch ein Riesenlager, das ich nicht gefunden habe. Ernsthaft? Heftig, habe ich nicht gedacht, dass ich hier echt eins übersehen habe. Okay, ich glaube, der Riese wird uns gleich auf der Riese wird uns nicht so lieb haben, nachdem wir hier sein Heiligtum, die Truhe, geknackt haben. Wir sind noch nicht gerade stark genug, um es mit einem Riesen aufzunehmen. Eisenstiefel der Stärke, Gold, makelloser Granatstein, Ring des Schlossknackens, ein Stab der Raserei und ein... Lydia, lauf!